Entschuldigung, ich habe hier einen Film am Zürich Filmfestival und wir drehen einen Beitrag. Könnten Sie vielleicht kurz... So. Das Architekturbüro Müller-Sigrist hatte 2009 einen revolutionären Traum. Die Überbauung der Kalkbreite. Ein Wohnblock, 23.000 Quadratmeter samt Innenhof, Dachterrasse und das alles über einem Tramdepot. Wohnen für eine nachhaltige Zukunft, so das Motto. Fast so wie in Alt-Erla. Also ich heiße Bianca Gleisinger und bin jetzt am Internationalen Filmfest Zürich mit meinem Regiedebüt 27 Stories Alt-Erla Forever. Das ist ein Dokumentarfilm über den Ort meines Aufwachsens, der zufälligerweise einer der erfolgreichsten sozialen Wohnbauten Europas ist, nämlich der Wohnpark Alt-Erla. Ich bin hier aufgewachsen und wir drehen einen Film. Könnten Sie vielleicht einmal noch sehen? Okay. So. Architekt Harry Glück hatte 1960 einen revolutionären Traum. Den Wohnpark Alt-Erla. Wir haben heute eine sehr üppige Agenda zu bearbeiten. Drei Wohnblöcke. Hallo, Hanna. 250.000 Quadratmeter, 27 Stockwerke, Swimmingpools und Tennisplätze. Da sieht man einen kleinen blauen Teich. Ja. Den gibt's nicht, den haben sie nie gemacht. Wohnen wie die Reichen für alle, war also das Motto. Ich erinnere mich, dass es ein großes Identifikationspotenzial und auch einen großen Stolz gab. Ich habe immer groß und breit herum erzählt, wir sind aus Alt-Erla, weil ich immer gedacht habe, alle Leute beneiden mich darum. Als ich ausgezogen bin, habe ich festgestellt, mich hat eigentlich gar niemand drum beneidet, weil die Leute das Gebäude eigentlich von außen immer sehr hässlich finden. Und ich bin eigentlich erst durch die Reaktion von Leuten außerhalb Österreichs bin ich drauf gekommen, was das eigentlich für ein Ort ist. 27 Stories war für mich das erste Mal, dass ich das filmische Erzählen wirklich erforscht habe. Und dass ich dann das Material auch gesehen habe, da kam man irgendwann ein Punkt, dass man sich denkt, irgendwas daran bin irgendwie nicht ich, irgendwas daran ist irgendwie nicht ehrlich und es funktioniert auch einfach nicht. Und habe dann angefangen, so ein bisschen mehr mit der Formsuche, sage ich mal. Auch die Dinge, wo man normalerweise bei einem Dokumentarfilm sagt, das kannst du auf keinen Fall machen, dachte ich mir, ich mache die jetzt mal alle, diese Sachen, die man nicht machen darf. Das war ja eine Idee, die ist extrem spät erst mit reingekommen, dass ich überhaupt in dem Film drin bin. In dem Film ist es so, dass jeder Protagonist und jede Protagonistin macht in der Gegenwart ihre eigene Sache. Sei das jetzt Garteln oder sei das jetzt Schießen oder sei das jetzt, ist ja wurscht. Also jeder macht, was er macht. Und ich mache in der Gegenwart halt diesen Film. Ich bin dann irgendwann der richtige Teil des Inventars geworden. Das war eigentlich für mich so ein bisschen auch ein Grund zu sagen, ich möchte in den Film hinein, ich möchte das erzählen in der Gegenwart. Man ist wahnsinnig exponiert dadurch, dass es die Leute erkennen. Normalerweise, wenn du Regie machst, wirst du ja nicht wirklich erkannt oder assoziiert. Das war bei mir schon anders. Das heißt, die Leute adressieren positiv wie negativ Feedback sofort an mich, weil sie wissen, wer ich bin. Also du bist wirklich das Gesicht des Films. Als Erzählerin und als Regisseurin ist es natürlich am Ende so, dass ich meine subjektive Geschichte erzähle. Und es ist und bleibt mein subjektiver Blick auf den Ort. Das ist kein objektiver Film. Also man könnte 10.000 Menschen wohnen in Alt-Erla und man könnte 10.000 solche Filme über Alt-Erla machen und die wären alle anders. Naja, also... Ich finde schon. Es ist Menschen, die lange hier wohnen, habe ich das Gefühl, werden immer engstirniger. Sie wohnen da seit 40 Jahren und meinen, das gehört ihnen alles. Naja, das gibt sicherlich solche Typen, die gibt es überall. So, ja, dann sind wir fertig mit dem Interview. Was ist das eigentlich für ein Gebäude? Das Lochergut wurde 1966 erbaut und gehört zu den markantesten Gebäuden in der Zürcher Baugeschichte. Es ist sozusagen schon fast Urgestein. Mit seinen 22 Stockwerken könnte man meinen, es sei Alt-Erlas kleine Schwester. Nur, dass hier die Pools nicht auf dem Dach sind, sondern am Boden. 800 Menschen mit den verschiedensten Nationalitäten und sozialen Hintergründen nennen diesen Ort ihr Zuhause. Aber was heißt eigentlich Zuhause sein? Also ich hatte nie wieder dieses richtige Gefühl von Zuhause oder Heimat oder so. Das hatte ich eigentlich nicht mehr seit meinem Aufwachsen in Alt-Erla. Das ist was sehr universelles, menschliches, glaube ich, dass man das Gefühl hat, meine Kindheit und meine Jugend, das war das einzige irgendwie wirklich so Zuhause-Gefühl irgendwie. Also wir sind ja jetzt hier im Lochergut. Ist das eine Alternative zu Alt-Erla? Naja, ich glaube, Alt-Erla generell als Wohnkonzept schaltet eigentlich alles andere, was irgendwie ein Konkurrenzprojekt gewesen sein könnte, zur damaligen Zeit tatsächlich aus. Deswegen würde ich sagen, nein, alleine schon die hängenden Gärten, alleine schon, also da gab es sehr viel Konzeptuelles und architektonisch
was seiner Zeit da und Vergleichsprojekten schon sehr stark voraus war. Und in der Gegenwart haben wir, wie gesagt, jetzt gerade auch gesehen, dass dieses kommunale Wohnen, so wie wir es jetzt gerade gegenüber auch irgendwie hatten, ja dann doch auch sehr viele positive neue Beispiele hat und so. Ich glaube schon, dass es da jetzt Ansätze gibt, die irgendwie auch zukunftsweisend sind. Ob Pools auf dem Dach oder im Garten, Stand heute gibt es leider noch keine generalisierte Glücksformel. Aber wer weiß, vielleicht findest auch du dein Glück in Alt-Erla. Ja! Okay, das ist viel geiler als erwartet.